Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pavrot TV. Mein Name ist Pavrot und wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt. Und zugegeben, es laufen jetzt gerade die Worlds Finals, beziehungsweise die Vorbereitung. Das heißt, ich wollte jetzt nochmal schnell ein Game aufnehmen und danach wird chillig Worlds geguckt. Und deshalb seht ihr auch hier schon im Chatverlauf, dass schon mal gespielt wird, geschrieben wird, welches Team gewinnt wohl. Oh nice, die haben es verdient. Also ich gucke mir auf jeden Fall gleich nochmal die Finals an. Mike hat das Glück, dass er es echt geschafft hat, zu den Finals direkt zu kommen. Das heißt, er ist jetzt in Berlin und ja, mit seiner Freundin gönnt er sich da eine richtig geile Atmosphäre. Riot macht das ja immer richtig geil, zieht das mega auf. Ich liebe es. So, jetzt zurück zum Spiel, zurück zum Champion, den ich gepickt habe. Er ist eigentlich als Jungler konzipiert, der neueste Zulauf in League of Legends. Und die Rede ist von Kindred. Kindred ist aber echt geil. Also ich habe diesen Champion jetzt auch ab und zu. Ich habe die beiden sozusagen, muss man ja fairerweise sagen, das Lämmchen und den Wolf, habe ich beide schon in der Top-Lane gesehen. Das Geile ist, der Champion hat einfach Sustain. Guckt euch das mal an. Direkt als Auto-Resetter funktioniert auch die Q, als Auto-Attack-Resetter. Und man kann die beiden eigentlich mega schwer fighten, wenn sie zusammen sind. Das heißt, was meine ich damit, wenn die W aktiviert ist und die W brauche ich. Ich habe jetzt einmal die Q genommen, einfach um ein bisschen mobiler zu sein auf Level 1, aber... So, der ist tot. Der ist tot! Boom! Huhuhu! Junge, ich sag's noch gerade, man darf die nicht fighten. Man darf sie nicht fighten, wenn die W aktiviert ist. Denn der Wolf macht einfach so einen geilen Bonus-Damage. Und schon habe ich auch noch meinen ersten Stack, weil ich natürlich logischerweise mir den Lee markiert habe. Ja, der dritte Auto-Attack. So. Ich haue mal ganz kurz ab. Warum? Weil ich sehe, die Krabbe ist markiert. Und die Krabbe ist markiert. Das heißt für mich potenziell wieder ein bisschen mehr Damage. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern, bevor ich die habe. Na, wobei es geht noch. Aber dann habe ich automatisch hier den zweiten Stack. Und ich werde immer, wenn es geht, natürlich mir den Lee auch markieren. Ich hoffe natürlich, dass der gegnerische Jungler jetzt nicht vorbeikommt. Denn das würde mich richtig Maß nehmen. Dann würde er nämlich diese Markierung abstauben. Zack, kriegt er nicht. Ich habe 2. Das heißt 2,5% der gegnerischen aktuellen Leben als zusätzlichen Damage. Ziemlich geil. Das erste, was ich baue, ist auf jeden Fall Blade of the Ruined King. Das baut man auch mit ihm im Jungle, allerdings vielleicht nicht als erstes Item. Und was ich hier gerne mitnehme, sonst habe ich ja einen Blue Buff, aber den Blue Buff kriege ich nicht, weil ich nicht im Jungle unterwegs bin und in der Toplane bin ich einfach auch zu weit davon entfernt, um immer wieder zurückzugehen, um mir den Blue Buff zu nehmen. Und der Jungler oder der Midlaner brauchen den noch eher. So, wir sehen es jetzt. Das Lee ein Level gerade kurz Vorteil hatte, weil ich die Lane verlassen musste, so ist das halt. Diese Sustain, das ist geil. Wirklich, sobald Kindred hier seine 100 Stacks hat. Dann spring mich doch an, Lee. Und komm, krieg ich den? Ach, schade. So, die Q wird hochgeskillt. Genau dasselbe, wie man es im Jungle macht. Und es sind jetzt insgesamt 2 Kills gefallen. Er hat ja noch einen Kill geholt. Jinxie, good job. Oh, und da wollen sie jetzt in der Mitte noch einen abstauben. So, jetzt werde ich aber auch gleich wieder... ich dachte, ich wäre das Level vorne. Was hat er sich gegönnt? Lee Sin, nicht viel. Yo! Habt ihr gerade diesen Damage gesehen? Junge, 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 kann ich dazu nur sagen. Alter, diese kleinen Stacks, die bringen es doch einfach. Kindred ist so geil konzipiert und wird immer noch mega unterschätzt. Lustigerweise. So, ich kann immer noch nicht Lee markieren, ich muss aber. Ich will ihn nämlich töten. Ist klar, oder? Hopp. Der traut sich auch schon gar nicht mehr. Uhuhuhu.
Dieser Burst, der ist einfach vom Feinsten. Und ich kann jetzt sogar wahrscheinlich diven. Ich habe nämlich meine Ulti. Junge, wieso kann ich denn immer noch nicht markieren? Hallo? Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Und jetzt muss ich aufpassen. Oh, komm! Komm! Oh my gosh! Ich brauch doch... Oh nee, ey. Mit der Q, Baby! Mit der Q! Drei Schüsse und einer davon hat den Rengar getroffen. Alter, 3-0 Kindred. Ey, wirklich, Leute, probiert den mal in der Toplane aus. Ich finde das überhaupt nicht trollig. Was natürlich dann wieder dem Team fehlt, und das ist dasselbe wie natürlich aber auch, wenn man Kindred jungelt. Ganz, ganz klar, dass einfach ein Tank fehlt. Ich werde nämlich auf keinen Fall irgendeine Art von Tank hier reinsetzen. Blade of the Ruined King, Trinity Force. Und ja, dann ist das irgendwann auch GG für die Gegner. Zack, jetzt hier nochmal, um den Liebeshahn mit dran zu halten. Ein bisschen Attack Speed und... Wow, Attack Speed Schuhe. Das kommt geil. Das kommt geil. Lee ist wieder markiert. Das heißt, für mich hier die Chance, ihn richtig schön zu töten, wieder stärker zu werden. Das ist das Eklige. Und wir sehen es schon wieder, die Krabbe ist markiert. Na, nur der Lee hat ein bisschen gepusht. Vielleicht kann ich ihn ja auch zuerst töten und danach die Krabbe. Oh, Kha'Zix hier. Gefährlich, aber die Community ist so cool. Und wie sie einfach wieder reagiert. Wie sie einfach wieder reagiert. So, wo ist jetzt Lee? So krasses Zoning-Potenzial. Hat ein bisschen was von Kalista. Kalista kann ja auch sehr, sehr viel springen. Oh, komm ran. Und mein dritter Stack. Und damit jetzt 3,75% der gegnerischen aktuellen Leben als zusätzlicher Schaden auf Auto-Attacks. Der Wolf hier nimmt 40% davon mit, also wenn ihr die W aktiviert habt. Ich liebe diesen Champion. Da hat sich was wirklich Feines einfallen lassen. So, kann sein, dass der Lee das vielleicht nochmal versucht, mich zu fighten. Er spielt das schon todessafe jetzt, der Junge. Ein Auto-Attack. Yes. Nee, der nächste wäre es gewesen. Der Wolfs-Auto-Attack. Kha'Zix kommt vorbei. Ich habe meine Ulti. Wir können ihn diven. Das ist alles kein Problem. Dafür habe ich genau meine Ulti. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Sicherheit. Und ran an den Speck. Boom! Oh, yeah, buddy! Good job. Good job, Kha'Zix. Ich habe es ihm halt extra gesagt, weil er sich wahrscheinlich auch nicht sicher war, ob das geht. Aber mit Kindred geht das einfach. Diese Ulti, muss ich natürlich sagen, als Riot diesen Champion erstmal designt hat, habe ich die ganz, ganz stark unterschätzt. Ich habe gedacht, dass das so ist, hey, im schlimmsten Fall, oder es wird oft so sein, man rettet auch irgendwie seine Gegner vor dem Tod, aber das ist gar nicht so, weil ihr setzt ja diese Ulti wirklich nur ein, wenn ihr merkt, dass ihr gleich sterben werdet. Und wenn ihr nicht sterben werdet, dann setzt ihr die auch einfach nicht ein, dann tötet ihr eher den Gegner. Und gerade für so einen Dive, ihr habt es gesehen, der Lee dachte, er kickt mich weg, er ist safe, er kickt mich vor allen Dingen in den Tower, aber, aber das war halt nix. Hammer. Probiert Kindred mal aus und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Champion haltet. Da bin ich doch... Holy. Trash! Oh, hat er denn nicht genug Mana? Da konnte sich den doch greifen, ne? Oh, da kommt ein Ezzy.
Wow, die Ezreal-Ulti. Die Ezreal... Oh, kranker. Der wird noch gekrapscht. Oh, yo. Ist aber schön weggekommen. Azir. Alter, jetzt versuchen... Oh, wie sie es alle jetzt versuchen. Alter. Ey. Oh, nice. Ey, das gibt's doch nicht. Jinx hat auch keine Ulti, um die da rein zu pfeffern. Ey, Leute. Doch. Yes. Einer. Komm schon, komm schon. Je nachdem, wie viel... Nein! Yes! Hey, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Alter, und? Nein! Okay. Hier, zack. Wieder in einem gegnerischen Jungle. Ein Monster ist markiert. Die Krabbe ist natürlich am coolsten, weil die hier auf neutraler Fläche sich bewegt. Aber hier auf gegnerischem Boden, da muss ich halt gleich ein bisschen invaden. 2-for-2 war doch okay. Den Blue brauche ich zwar ein bisschen, aber ich habe mir jetzt ein paar Tränke gegönnt. Und von daher soll K6 den ruhig nehmen, damit er safe ist. Dieser Wolf. Arr. Arr. Power is crazy. Oh yeah. Alter. Oh mein Gott! Ich habe ihn mir noch geklaut und habe da... Und hab da mit meinem 5. Stack. Ey, der ist ja so arm dran. Soli, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich kann dich aber. Kann dich aber eventuell schon wieder diven. Hat er, da brauche ich nichts mehr machen. Und ihr seht es, im Notfall wäre ich hier gestorben, hätte ich meine Ulti eingesetzt, aber habe ich einfach gar nicht mehr gebraucht, die einzusetzen. Das heißt, ich habe diese gewaltige Ulti immer noch für mich. Hammer. Leider konnte ich Lee immer noch nicht markieren. So, den Tower haben wir jetzt auch und dann habe ich auch meinen Blade of the Ruined King und dann... Ja, was sollen die Gegner da noch machen? Es steht sowieso 11-3. Aber das ist auch ganz cool. Dann kann ich mir jetzt gleich chillig nach so einem schönen Game auf die Worlds reinziehen. Oh, erstmal würde ich mir hier vielleicht noch die Markierung gönnen. Ich bin gerade so bad. Ist das so? Alles gut, Baby. Oh yeah. Red Buff ist gleich auch noch für mich da. Dann gönne ich mir den auch. Soli. Oh, er ist schön out of position hier. Er wird direkt markiert. Komm schon, Lee, komm schon. Geh weiter, genau, geh weiter. Das ist gut, das ist gut. So. Genau, das war jetzt das Geheimnis. Das war jetzt das Geheimnis. Yes! Yes! Das war das Geheimnis. Man muss ein bisschen länger drin bleiben. Ihr habt gesehen, ich konnte den Trade damit total ausgleichen, weil ich bin Squishy. Der hat mich schon ganz geil weggeburstet eigentlich. Aber, ja, die Ulti. Einmal, dass sie euch immun macht vor dem Tod, auch den Gegner. Aber ihr könnt dann den Gegner halt näher an den Tod ranbringen sozusagen. Und was ich noch gemacht habe, halt länger drin bleiben. Denn nachdem ihr länger drin wart, nachdem dieser Boden sich auflöst, dann heilt er euch. Also, heilt alle. Aber das hat mir ein bisschen geholfen. Ich konnte dann so ein bisschen nochmal um ihn rundtanzen. Und das Geheimnis, wovon ich die ganze Zeit spreche, war eigentlich das, dass ich seinem Q gedodged bin. Wäre ich dem Q nicht gedodged, wäre ich hier auf jeden Fall gestorben. Wir haben noch keinen Drake. Okay, ich habe aber TP im Notfall. Ich pushe jetzt erstmal. Ich habe mein Blade of the Ruined King. Also damit ja, bin ich super safe. Der Rengar wird hier auch nichts machen können. Ich bin Level 11, er ist Level 9. Warrior, der hat auch noch nicht so viel.
Ich hoffe nur, der hat seine Ulti nicht. Das wäre geil. Wo bist du, Rengo? Wo bist du? Ah, der sich zurückgeportet. Haben die das im Griff oder nicht? Doch, sie hat das. Alter, ich hab ihn echt lang genug gechased. Nein! Nein! Er kommt weg. Er hat doch noch seine Ulti. Und das wäre mein nächster Stack gewesen. Zack. Komm schon! Ey, Einsprung. Yes! Brauche ich meine Ulti? Brauche ich meine Ulti? Ja, brauche ich. Okay. Nächster Stack. Ich bin schon wieder safe. Und ich habe ihn rasiert. Alto Valley. Und jetzt habe ich meine 8 Stacks. Und ab 8 Stacks finde ich, dass Kindred, naja, vielleicht nicht OP ist, aber schon wirklich mörderisch stark. 10% der gegnerischen maximalen Leben. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt wird der Lee Sin rasiert. Hallo Lee. Den kriege ich. Nein. Oh nee, komm, Alter. Jetzt aber. Oh, und ich überlebe. Und ich überlebe. Warum? Weil ich meine 100 Stacks hatte und mich einfach mit dem nächsten Auto-Attack schon wieder geheilt habe. Puh. I love Kindred. I love her. Oh yeah. Es ist so eine geile Champion-Kombination. Viele sagen, dass Kindred nicht stark genug ist. Viele unterschätzen Kindred wirklich ganz, ganz krass. Aber dieser Damage mit den... Da kann... Kindred kann keiner mehr duellieren. Das ist mega, mega schwer. Hier kommen die Gegner gerade ein bisschen zurück, oder was ist hier los? Und... Bomb. Nice. Ich weiß nur nicht jetzt, ob der Ezreal kommt und der will wahrscheinlich hier alle wegfrühstücken. Ich markiere mir mal wieder den Lee. Es klappt im Moment ganz gut. Ich habe noch mein Blade. Eventuell... Den gegnerischen Jungler, also ich muss mal gleich schauen, wir hatten jetzt noch keine Teamfight-Situation. Ihr müsst dann aber auch immer gucken, wenn ihr später jemanden markiert, wer ist derjenige, der im Teamfight erstmal direkt reingeht. Und hier zum Beispiel, ich habe schon Lee, hier am Bali. Oh shit, ich bin auf dem Weg, oh ja. Schön geschehen. Nein! Komm! Nein! Komm schon! Wow, ich habe ihn bekommen. Und das ist mein 9. Stack. Jo! Und Azir kam direkt hinterher. Hat rasiert. Kann der noch wen packen? Genau in die Schneise zwischen den beiden. Schade. Alter Verwalter. Ich liebe Kindred. Habe ich das schon mal erwähnt? Okay, das wird hier verkauft. Oh, please. Mir fehlt eigentlich nichts mehr. So, wenn ich wieder lebe, kann ich mir meine Trinity Force leisten. Und dann mit diesen beiden Items plus, also mit 9 Stacks sowieso, bis 6 Stacks werden ja auch Monster, also neutrale Monster auch markiert. Danach wird das nur noch hier über diese Markierung, die ihr sozusagen setzt, bestimmt, wen ihr jagt. Und ab 6 Stacks ist Kindred gut. Ab alles, was darüber ist, also ich sag mal gut, 7 ist noch ähnlich natürlich, aber 8... Jetzt mit 9, das ist 11,25% der gegnerischen aktuellen Leben. Also wenn die Gegner ganz wenig Leben haben, macht ihr nicht so viel Schaden. Was viele kritisieren tatsächlich an Kindred, sind die schwachen Skalierungen. Aber in Verbindung mit diesen prozentuellen Schaden hier, finde ich, dass die Skalierungen auch so ein bisschen zu vernachlässigen sind. Versteht ihr, was ich meine?
No. Mein Wolf. Gut. Wolf chases what does not willingly go. Okay. Nice, hallo Lee. No chance, no chance. Der wird jetzt einfach nur wegrasiert. Oh yeah. Boom. Und der auch. Oh Mann, ich komme noch, ich komme noch. Komm, komm, komm. Ich komme noch. Schöner Versuch. Was report sie nicht? Terrorist? Ja, sie wird nicht sterben. Nee, nee, du wirst auch nicht sterben. Dafür bin ich ja da. Dafür. Ja! Er springt da rein! Nicht wirklich, Alter! Nicht wirklich, Alter! Alter Verwalter, ich überhaupt noch einen Stack bekommen? Nee, weil ich kein so aber. So, die ist aber von mir markiert. Oh! Oh! Das war close. Das war close, aber das war mein nächster Stack. 10 Stacks, 12,5% der gegnerischen aktuellen Leben. Und ich war gerade sogar Was baue ich jetzt als nächstes? Ein Static ist geil. Oh, ein Static ist mega geil. 2500. Dauert zwar noch einen Moment, aber habe ich... Wow! Und hier ist eine schöne Minion Wave. Die will ich auch noch haben. So, Rengar. Ich habe das Gefühl, Rengar... Ja, Rengar ist halt einer, der muss reingehen. Und deshalb markiere ich ihn, weil der halt direkt in unser Team springt. Und dann werde ich ihn einfach töten. Oder beziehungsweise mindestens einen Support bekommen. Kindred OP. Naja, OP vielleicht nicht, aber man muss sich mit diesem Champion anfreunden. Und so ist das mit allen Champions. Was ich immer gemocht habe, und deshalb bin ich eigentlich Top-Lane-Main geworden, ist, dass ich immer gerne Tanks gespielt habe. Aber was Kindred hat, das habe ich so mit der Zeit gelernt, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist einmal Mobilität und wirklich... Das ist eine Laning-Phase. Sobald du ein bisschen Range hast, sei es du spielst einen Jace, halt mit Kindred geht das auch, spielst du solche Champions, bist du sicher in der Laning-Phase, weil eigentlich, naja, ich sag mal, oder du spielst gegen eine Irelia, gut, die springt dich dann an wie eine Verrückte, ja. Aber im Prinzip bist du schon mal ein bisschen sicherer. Oh, good job, Lee. Nice one. Was man nämlich machen muss, wenn Kindred seinen Ulti-Boden aktiviert, ihn einfach aus diesem Boden irgendwie rausziehen, rauskicken. Und Lee hat das genau richtig gemacht. So, jetzt hier mit Static. Tatsächlich ein Banshee's Veil. Ich bin jetzt relativ weit vorne, aber ein Banshee's Veil würde jetzt in diesem Bild gut passen, weil ich einfach schon genug Schaden mache. Und als Toplaner empfiehlt es sich trotzdem, dass ihr ein bisschen Leben mitnehmt, damit das Team einfach auch das Gefühl hat, okay, wir haben jemanden, der kann auch mal reingehen, der überlebt auch mal ein paar Sekunden. Also entweder jetzt hier ein Frozen Mallet, ist auch sehr, sehr geil. 700 Leben, dann habe ich fast 1000, also bin ganz nah dran. So, ich glaube, wenn Lee jetzt... Oh ja, die Markierung wird erstmal gewechselt. Merkt er das eigentlich? Merkt er das, dass ich ihn jetzt markiert habe? Der will den Tower haben. Der will auf Teufel komm raus den Tower haben. Einfach rein, Asia, einfach rein. Den haben wir.
Und mein Elfter-Stack. Junge, das ist verrückt. Ich finde das so verrückt und das Stack bist du so ein Endliche. Da gibt es tolle Videos, wie irgendwer in 5 Sekunden irgendwie Baron macht oder so. Okay, klar, man braucht dafür, ich weiß gar nicht, 40 Stacks oder so. Oder 45, aber es geht auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt schon stark seid und jetzt kommen weitere Fights und die Gegner surrendern nicht, ich weiß nicht, was das Höchste ist, was man so in einem normalen, freien Spiel erreichen kann. Oh ja. Mann, guckt euch mal diesen bestialischer Damage. Das Geile ist, dass dieser Wolf mit der W euch einfach so mega unterstützt. Oh, komm schon! Genau, ich wollte ja gerade sagen. Tot! Ah! Ezzy! Musste das sein? Okay, ich finde das jetzt, tatsächlich eine geile Wahl hier, Frozen Mallet. Und ab 3000 Leben, sage ich mal, töten mich die Gegner wenigstens nicht ganz so schnell, obwohl ich hier natürlich auch gar keine Death-Werte habe. So, markieren wir doch mal jetzt den Rengar. Dass die Gegner auch nicht surrendern? Ja, die haben ihren Spaß dran. Oh Mann, und die Worlds. Die Worlds laufen. Also, schnell gewinnen. Und dann direkt vor den PC knallen. Schön erstmal Sofa... von Fernseher knallen. Schön Sofa... auf Sofa faulenzen. Übers HDMI-Kabel schön auf dem... Vielleicht die... Oh. Nice. Hat mir nur leider keinen Stack gebracht, weil Rengar als erster gestorben ist. Brauchst du nicht entschuldigen, Trash. Alles ab. Schön hier den Boden aktivieren. Bop. Ich hab meine Ulti. Oh, den will ich eigentlich haben. Den will ich sowas von haben. Nein! Oh! Komm! Er wird natürlich auch geheilt und er ist natürlich auch geschützt davor zu sterben. Also immer kann man die Gegner da nicht mit dominieren. Manchmal ist es halt auch ein Vorteil für die Gegner. Aber das ist auch fair, weil die Ulti wirklich, wirklich stark ist. Wow. Wardra Kill. Good job, Azir. Hier die Kamera. Hoppala. So, schön, Azir und Jinx zone einfach schon in Nexus. In der Base. Nexus zerstören wir ja gleich. So. Komm, weil ich es gerade kann. Also so viel AD hat man gar nicht mit diesem Bild, aber er ist halt trotzdem mega, mega strong. Ihr braucht Attack Speed, damit ihr schneller eure Passive immer wieder mit drin habt, weil jeder Auto-Attack halt stärker ist. Was ihr sonst braucht, ist ansonsten natürlich ein bisschen AD. Der Wolf skaliert damit nicht stark, aber der Wolf unterstützt euch natürlich in jedem Fight. Und was ihr sonst braucht, ist auch ein bisschen Mobilität. Also hier durch Blade of the Ruined King. Einfach wirklich wie so ein ADC. Ihr haltet die Gegner an euch dran und ihr sorgt dafür mit euren Auto-Attacks, dass die alle sterben. Was? Was?
Yo, ich bin selber... Oh, ich bin selber zu schnell rausgesprungen. Ah, das Timing ist da ganz, ganz wichtig. Und diesen Fehler kann man super leicht machen, weil man einfach sieht, wow, ich stehe in 3, 4 Gegnern drin. Halleluja. Halleluja. Zack, der Slow ist drauf. Und boom, einmal isolierter Schaden. Alter. Okay, unser Azir ist defeated. Nice, 19-4. Officially defeated. Die brauchen auch eigentlich gar keinen Jump. Ja, sie macht das selber. Okay. Kasixas unterstützt, das ist auch ganz gut. Thrash hilft auch ein bisschen von hinten. Nice. Good job. Sehr, sehr geil. Ah, und Jinx konnte ihn auch nicht killen wegen meiner Ulti vorhin. In Rengar. Aber sonst wäre ich auch schon vorher gestorben. Also ich bin ja sowieso gestorben. Ah, das Timing. Bei der Ulti ist ganz, ganz wichtig, das Timing. Erinnert mich ein bisschen, und deshalb war ich sehr, sehr skeptisch, als ich die Ulti das erste Mal gesehen habe. Erinnert mich halt ein bisschen an die Ulti von Bart. Stunt auch irgendwie alle, auch seine eigenen Mates und halt Gegner. Und irgendwie kann man damit auch total viel trollen. Und hier ist es genauso gefährlich, nur, dass man das halt besser einsetzen kann, weil es direkt kommt. Das kommt direkt auf einen selbst auf, wenn man möchte. Boah. 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 Komm schon! Boom! Hopp! Raus. Raus. Oh, jetzt ist Azir da. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Azir fühle ich mich todessicher. Jetzt zeige ich euch noch einen anderen coolen Move. Zwar, wir werden ja gleich sehen, ob die Gegner... Ja, wollen die uns nicht mehr fighten? Yo. Ah! Hier schützt es mich nicht! Okay, die Base ist auf jeden Fall immun vor solchen Ultis. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Aber was man machen kann, ist tatsächlich auch mit Kindred super Split pushen, TP hier rein. Und diese Tower können euch auch nicht töten. Also auch, ihr könnt diven, Tower können euch nicht töten. Und in dem Moment, wo ihr halt schon tolles Equipment habt, viel Schaden, macht ihr super viel Damage. Und könnt halt Tower auch schnell niederschnetzeln. Also es funktioniert super, super gut. Und ist eine eklige Überraschung für die Gegner, wenn sie auf einmal so das Spiel verlieren. So, als letztes gibt es für mich dann nochmal ein Banshee's Veil. Und ich finde dann persönlich, dass das wirklich ein schöner Bild ist. Begdüren. Oh, I love it. Die Community ist gut drauf. Oh, hallo Lee. Hallo Lee. Wo ist er? Da ist er. Gut, jetzt ist er schon mal geslowed. No! I flashed for him, baby. I flashed for him. Jo, und hier geht's weiter. That's it. That's it. Du entkommst einem Kindred einfach nicht. Zu mobil. Ey, das ist also wirklich ganz, ganz viele Parallelen zu Kalista. Allerdings halt nur im Boden und nicht an Auto-Attack abhängig, sondern der Cooldown von der Q ist einfach dann so, so gering. Oh, wen haben wir denn hier? Ey, Mann, diesen Rengar, kriegen wir den irgendwie noch? Was? Was zur Hölle, dieser Azir? Komm schon! Yes! So, das Spiel ist vorbei. Es war ein tolles Game. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und auf jeden Fall ist für mich Kindred kein Trollpick. Probiert ihn einfach selber aus. In der Toplane schon gar nicht. Im Jungle ist er sogar noch ein kleines bisschen stärker, weil die Monster werden ja markiert bis 6 Stacks. Und ihr holt euch die einfach, egal ob in eurem Jungle oder im gegnerischen. Und auch auf Level 2. Ihr könnt mega invaden. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!